Direkt zu Beginn wollte Lanz wissen, was hat sie heute mehr überrascht, die Tatsache, dass ihre Jugendorganisation als gesichert rechtsextrem eingestuft worden ist? Oder die Idee einer Unternehmenssteuerreform der Ampel? Chrupallas Antwort darauf: Keines von den beiden Themen explizit. Eine Reaktion, die den Moderator stutzig machte? Interessiert sie nicht? Hakte er nach, woraufhin sich der Parteivorsitzende zunächst der Ampel zuwendete. Ihn hätte die Aussage von Habeck und Lindner gewundert, dass Deutschland nicht mehr konkurrenzfähig im wirtschaftlichen Bereich sei. Dies war, im Prinzip ein Eingeständnis, urteilt Chrupalla. Mittlerweile geben uns die Minister der Bundesregierung recht. Mit diesem Kurs kann man dieses Land auch so nur an die Wand fahren. Im Hinblick auf die AfD-Jugendorganisation erklärte der 48-Jährige, das ist jetzt im Eilverfahren. Wir klagen dort weiter. Es müsse das Endergebnis abgewartet werden. Chrupalla sei sich jedenfalls sicher, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz vor den anstehenden Landtagswahlen politisch missbraucht werde, um die Bürger zu beeinflussen. Er kritisierte zugleich, dass es bislang keine Begründung von der Behörde gibt, weshalb die junge Alternative als gesichert rechtsextrem eingestuft wurde. Sie haben keine Idee? Wirft Lanz argwöhnisch ein. Nein, antwortet Chrupalla. Daraufhin legt der Moderator nach. Ist jemand wie Björn Höcke für Sie rechtsextrem? Fragt Lanz und bringt dabei die Umsturzfantasien sowie völkischen Fantasien des Thüringer AfD-Vorsitzenden ins Spiel. Höcke ist für mich nicht rechtsextrem, folgt die schockierende Antwort des Politikers.